Hallo zusammen, wir haben den 4. Oktober, 18.24 Uhr. Und es geht in diesem Clip um die Bayer. Die Bayer hatte ich das letzte Mal hier auf YouTube analysiert. Das müsste gewesen sein im März. Im Chat, DAX-Trader von Finanzen.net, habe ich die ein paar Mal besprochen. Aber eine echte YouTube-Analyse habe ich nicht gemacht. Vor euch liegt der Chart eine Kerze, eine Woche seit 2014. Das ist schon gruselig, ne? Also würden die nicht immer so viel Dividende zahlen, ich glaube in diesem Jahr waren es 2,80, tja, dann wäre das also wirklich ziemlich uninteressant. Man kann hier sehr schön sehen, diesen Trendkanal. Da sind sie jetzt drin seit, jetzt muss ich mal hier gucken, das ist den 19.06.2017. Dazwischen, jetzt geht grundsätzlich immer runter, da ändert sich auch erstmal nichts, rein vom Chart her, kamen immer wieder diese Gegenbewegungen hier. Immer so fette Dinger. Und ich habe das Gefühl, wir stehen kurz vor so etwas. Ich mache das mal ein bisschen größer, bleibe aber erstmal bei der Woche. Was mir auf den ersten Blick aufgefallen ist, ist das hier. Stochastik auf tiefem Niveau nach oben. Lange Zeit überverkauft gewesen auf Wochensicht. Ja, das hatten wir hier auch schon mal. Und dann kam eben diese Bewegung. Ja, siehe hier oben. Hier waren sie auch überverkauft. Ging hoch, kam auch so eine Bewegung. Und hier hatten wir eine, die war ein bisschen länger gezogen, aber auch hoch. Hier genau das Gleiche, immer wieder. Und im Gegenzug natürlich also auch diese Dinger hier, die dann Verkaufssignale waren. Und es ging runter, hier auch, sieht man da, hier auch. Da war es aber nicht so besonders. Aber das MACD fängt auch an, sich zu stabilisieren. Und ich habe hier, den werden wir gleich besser sehen, nochmal so einen Trend eingezeichnet. Und auch das sehen wir gleich besser, hier so eine Horizontallinie. Ich habe den Eindruck, während ich jetzt hier auf den Tag gehe, dass dieser Begriff Glyphosat jetzt in jeder Anleger Kopf ist. Jeder weiß es. Und so langsam stellt sich hier die Meinung um, so lass uns damit in Ruhe, wir wollen es nicht mehr hören, wir wissen es. So kommt mir das vor. So, das ist jetzt also der Tageschart. 200-Tage-Linie liegt hier oben bei 51. Das ist der Trendkanal eben beschrieben. Ich mache das mal ein bisschen größer, dass man es besser sieht für den Moment. Und im November letzten Jahres waren wir in der 40, wir waren auch ganz knapp mal drunter, ich glaube 39,90 oder sowas. Und dann gingen sie erstmal wieder hoch. Ganz klarer Downtrend, auch im kurzfristigen Bereich. Ja, immer ein tieferes Tief und ein tieferes Hoch. Die werden aber richtig vom Chart her interessant, wenn sie diesen Bereich, zeichnet immer ein, wenn sie diesen Bereich hier überbieten. Da, den hier, ein bisschen höher. So, und da sind wir bei ziemlich genau 48,30. Das Risiko nach unten ist, wenn wir hier drunter gehen, die 44,41. Jetzt haben die aber auch diesen Downtrend hier, der ist seit Mai diesen Jahres, ich glaube, das war nach der oder kurz vor der Dividende, haben sie den, das müsste hier die Dividende gewesen sein, irgendwo, bin mir nicht mehr ganz sicher, haben sie den gebrochen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber hier, da, was ist denn da, da war er doch raus. Für mich ist es wichtig, dass man so einen Trend ziehen kann, wenn die Betrachtungseinheitskerze, was ein grausames Wort, wenn die Kerze der zeitlichen Betrachtungseinheit, wenn die da dran geht, wenn sie drüber schließt, gibt es diesen Trend nicht mehr. Dann gilt der Trend als gebrochen. Aber hier haben wir 1, 2, ja, das sind gut 8 und hier unten nochmal 3 Berührungspunkte. Das ist ein ernstzunehmender Trend oder Trendlinie. Und da sind wir durch. Was wir jetzt gemacht haben ist, wir sind nochmal auf die 20-Tage-Linie. Aber ich muss ehrlich sagen, in diesen Wirrungen der letzten 3, 4 Handelstage, die der DAX da hingelegt hat, mit innerhalb von Minuten 100, 150 Punkte hoch, runter, hoch, runter, haben die sich super gehalten. Die waren heute sogar schon wieder über der 47 drüber. Also mir gefällt es. Die Bänder sind recht eng. 47,71 runter bis zur 45. Das ist nicht viel. Das ist natürlich extrem eng. Ja. Also die Bayer hat diese Tendenz, enge Bänder zu haben. Ja. Das sieht man hier, das sieht man hier. Deswegen glaube ich auch noch nicht, dass das morgen gleich losgeht. Dafür, also sprich gegen einen Anstieg, spricht kurzfristig auch die Stochastik. Die hat ein relativ frisches Verkaufssignal geliefert. Ich gebe dem Wert noch 2 bis 3 Tage in einer Seitwärtsphase. Dann hat sich das hier auch weiter abgebaut, genauso wie das MACD auf Tagesbasis. Aber wenn die dann diesen Trend nicht wieder zurückerobern nach unten, respektive diese Unterstützung hier bei 44,40 halten und verteidigen, hat der Wert für mich deutlich mehr Potenzial. Das geht also in den Bereich 57, oberer Trendkanal.
als Risiko. Das Risiko ist bei mir 40. Ich habe einen Schein ausgesucht, der ist relativ knapp. 42,44. Da sind wir ungefähr hier, wo jetzt die Maus ist. Den würde ich aber definitiv stoppen bei sowas wie 43,10 in der Aktie. Da muss der gestoppt werden, weil wir dann auch hier unter dieser Unterstützung sind. Aber ich sehe, man kann auf einen 39er Schein gehen, das wäre dann Hebel von, schnell gerechnet, 6 ungefähr. Das ist mir persönlich zu langweilig. In einem guten Tag und ganz kurzfristig, sagen wir mal so bis Mittwoch, Donnerstag, rechne ich sogar noch mit leicht steigenden Kursen hier im DAX. Nochmal durchaus Bereich 15.500, kann ich mir vorstellen, dass die diesen Punkt hier rausnehmen. Wenn die den rausnehmen, hier die 48,30, ist der Wert frei für mich. Also ich muss sagen, ich denke, die hat das Schlimmste hinter sich. Das wird nicht so ein Reiser werden wie BioNTech, ja, oder GameStop, gar keine Frage. Aber ich glaube, das wird eine schöne, gemütliche Aufwärtsbewegung, wie wir sie hier hatten. Sowas zum Beispiel. Ich rechne also eher mit dem oberen Ausfüllen des Trendkanals als mit einem Fallen unter die 40. Nochmal zu dem Schein, das ist ein 42,44er. Das ist die Kennnummer Heinrich Richard 3, Dora Heinrich 1, HR3DH1. Wenn ich euch einen Call nenne, sollte ich auch einen Put nennen. Denn für den Fall, dass ich mich irre, und ich irre mich, wenn wir unter der 44,30 schließen, mit Schlusskurs Xetra, dann ist diese Analyse hier Makulatur, kann ich auch relativ schnell hier dran gehen, so in den Bereich 51. Ja, und der passt hier schon. Das ist auch nur ein 11er Hebel mit der Basis 50,90 und der hat die Kennnummer Heinrich Richard 95 Siegfried Cäsar HR95SC. Dennoch, ich habe so das Gefühl, da wird immer mal wieder reingekauft, die Hände aufgehalten. Ich denke, das Schlimmste ist vorbei und ich rechne eher mit steigenden Kursen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und werte Beute. Bye, bye.